Servus Leute, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frag Raffa. Ihr habt in der letzten Ausgabe wieder viele interessante Fragen gepostet. Ich habe mir ein paar rausgepickt und diesmal geht es unter anderem um die Fragen, was mache ich denn eigentlich gerade beruflich? Dann, wie viel Obst und Gemüse sollte man am Tag zu sich nehmen? Und braucht man unbedingt eine Black Roll und Terra Bänder fürs Aufwärmen? Das alles und noch viel mehr in dieser Ausgabe, also dranbleiben. Die erste Frage kommt von Sonic Syndicates 13 und er möchte wissen, was machst du beruflich, Rafa? Ja, aktuell ist es bei mir so ein bisschen zivilgespalten. Ich betreibe natürlich hier meinen YouTube-Kanal, mit dem ich Geld verdiene, mit den Werbevideos vor meinen eigentlichen Videos, mit Sponsoring-Verträgen, die ich eingegangen bin und natürlich mit dem ein oder anderen Provisions-Affiliate-Programm. Also wenn ich irgendwo einen Link poste bei Instagram oder bei Facebook oder hier in der Videobeschreibung, dann verdiene ich daran halt auch ein bisschen Geld. Und das würde ich jetzt so als Nebenberuf beschreiben bei mir, diese ganze Geschichte auf YouTube. Zu 100% davon leben kann ich leider nicht, so viel Geld kommt dabei nicht rum, glaubt es mir. Da müsste ich, keine Ahnung, irgendwie zig Millionen Aufrufe im Monat generieren, dass ich davon wirklich gut leben könnte. Dementsprechend bin ich noch ein Angestellter in Teilzeitkraft bei einem YouTube-Netzwerk, arbeite aktuell von zu Hause aus, kümmere mich da um ein paar Künstler, die im Sport-Fitness-Bereich unterwegs sind, dort Videos drehen und die betreue ich und darüber verdiene ich halt auch noch ein bisschen Geld und die Kombination aus YouTube-Videos und der Teilzeiteinstellung ist eigentlich ganz gut und dementsprechend komme ich gut über die Runden, aber muss immer noch gucken, dass ich nicht ein- oder zweimal zu oft in der Woche irgendwie auswärts essen gehe oder so oder mir nicht irgendwie eine größere Anschaffung zulege, die ich nicht wirklich brauche. Im Grunde würde ich aber gerne was anderes machen, denn mir ist bewusst, dass ich nicht mein Leben lang YouTube-Videos drehen kann. Ich würde am liebsten irgendwie in einem Großkonzern arbeiten, am liebsten Automobilbranche oder sowas, aber natürlich funktioniert auch irgendwie alles andere dort in der Medienabteilung, im Marketing oder sowas. Ich hatte mich ja in meinem Studium, das ich vor kurzem abgeschlossen hatte, ich hatte ja Medienwissenschaften studiert, auf den Bereich Webvideo, Online-Video konzentriert und das würde ich halt gerne irgendwie in einem Großkonzern oder einer richtig großen Medien Agentur irgendwie unterbringen und dementsprechend dort arbeiten wollen. Mal schauen, ich bin so ein bisschen am Stellenangebote gucken, wenn es irgendwie was Passendes gibt, geht definitiv eine Bewerbung raus, aber es ist gar nicht so einfach heutzutage irgendwie einen Arbeitgeber zu finden, wovon man glaubt, dass er zu 100% zu einem passt. Und mir geht es halt nicht um irgendwie jetzt dick, fett Kohle verdienen oder sowas, sondern ich würde gerne bei einem Konzern arbeiten, wo ich halt wirklich das Gefühl habe, dass ich dort gebraucht werde, dass ich auch unterstützt werde und dass ich mich dort einfach halt auch wohlfühle und hinter dem Unternehmen stehen kann. Die nächste Frage kommt von Oskar Lemke und er möchte gerne wissen, ich wollte dich nach Übungen, Geräten fragen, die speziell die Kraft steigern. Mir kommt es so vor, als ob meine Muskeln zwar sichtlich wachsen, meine Kraft zum Beispiel beim Basketball oder Weitwurf sich aber nur minimal steigert. Ja, hier kann ich dir eigentlich kein spezielles Gerät oder eine Übung empfehlen, denn wenn du bei einer Spielsportart besser werden möchtest, musst du dein ganzes Training auf eine gewisse Art und Weise umstellen. Du musst nach speziellen Trainingsmethoden trainieren. Denn ein Fußballer, Basketballer, ein Leichtathlet, ein Kampfsportler und, jeder muss unterschiedlich trainieren, um halt in seiner Sportart, die er primär ausübt, damit er da besser wird. Ein Fußballer, ein Basketballer, für die macht es unter anderem Sinn, viel mit ihrem Eigengewicht zu trainieren und halt da besser zu werden, weil sie halt in ihrer primären Sportart, die sie ausüben, hauptsächlich mit ihrem eigenen Gewicht arbeiten und der Körper muss einfach lernen, mit diesem Gewicht am besten umgehen zu können. Und da macht es halt Sinn, teilweise Eigengewichtübungen durchzuführen, halt ein spezielles Trainingssystem zu verfolgen, wo man halt hauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet. Es natürlich auch nicht verkehrt ist, mit Gewichten zu trainieren. Definitiv ist es da halt auch gut, sowas mal durchzuführen, mal schwerere Übungen durchzuführen, um halt zum Beispiel die Kraft, die in einem steckt, besser zu kompensieren, wenn sie denn benötigt wird. Denn beim Fußball muss man natürlich auch mal
ganz schnell lossprinten. Und sowas kann man dann halt mit schweren Übungen, mit schweren Grundübungen dann halt etwas verbessern, etwas steigern. Im Grunde gibt es da wirklich verschiedene Ansätze, die man verfolgen kann. Ich würde jetzt aber nicht zu 100% sagen, für die und die Übung aus oder arbeite an dem und dem Gerät, dann wirst du halt in deiner Spielsportart besser. Nein, da muss man wirklich schon fast einen wirklich separaten Trainingsplan nachgehen, diesen verfolgen und das für mehrere Wochen, um halt wirklich am besten in seinem eigentlichen Sport, den man ausübt, besser zu werden, um halt einfach hier mehr Kraft zu entwickeln, mehr Leistung zu entwickeln, mehr Ausdauer zu entwickeln. Eki Ötti möchte wissen, hallo Rafa, ist es sinnvoll, nach einem Satz einer Übung erst eine andere Übung auszuführen oder sollte man direkt nach einer Pause mit dem nächsten Satz derselben Übung weitermachen? Das ist eine Sache der Trainingsmethode, die man nachgeht. Wenn ich zum Beispiel ein Ganzkörpertraining durchführe, macht es Sinn, erstmal eine Übung richtig zu absolvieren, also drei Sätze durchzuführen und dann zur nächsten zu gehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich viele verschiedene Übungen durchführe, bei denen ja der gesamte Körper trainiert wird und dementsprechend macht es erstmal Sinn, einen Muskel komplett durchzureizen, bis ich halt zum nächsten Muskel übergehen kann. Anders ist es beispielsweise bei einem Split-Training. Hier kann ich schon eine Art Zirkeltraining durchführen, wenn ich dann wirklich auch die Möglichkeiten dazu habe, sprich das Fitnessstudio nicht zu voll ist und halt die einzelnen Geräte, an denen ich mich betätigen möchte, auch frei sind. Und dann kann man auf jeden Fall einen Satz von Übung A durchführen, dann halt zu Übung B übergehen, da einen Satz durchführen, dann Übung C, dort einen Satz und so weiter, bis ich halt einen Zirkel durch habe und dann fange ich halt mit dem zweiten Satz bei Übung A an, zweiter Satz Übung B, zweiter Satz Übung C und so weiter. Das kann man machen. Hintergrund ist einfach der, dass man bei einem Split-Training ja sich meistens auf einen Muskel bzw. auf zwei Muskel konzentriert und dementsprechend macht es da keinen großen Unterschied, ob ich jetzt drei Sätze eines Bizeps-Curls durchführe oder aber einen Satz Bizeps-Curl, dann einen Satz an der SZ-Hantel, dann einen Satz Klimmzüge und so weiter. Weil halt immer der Bizeps gereizt wird auf unterschiedliche Art und Weise. Im Endeffekt ist es aber natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ne? Wenn ich lieber erstmal eine Übung runterbrechen möchte, dann kann ich das halt machen mit meinen drei Sätzen. Oder aber wenn ich eher der Freund bin von, ich möchte Abwechslung haben, dann mache ich halt erstmal eine Übung, einen Satz, dann halt der nächste Satz bei einer anderen Übung und so weiter und so fort. Henrico TV möchte wissen, braucht man eine Black Roll oder Terrabänder zum Aufwärmen? Nein, braucht man natürlich nicht. Die sind ein nettes Gimmick, um das Aufwärmprogramm etwas intensiver zu gestalten. Man braucht sie aber nicht zu 100%. Es reicht eigentlich schon vollkommen aus, indem man sich etwas auf dem Laufband austobt, für ein paar Minuten sich warm läuft oder aber auf dem Ruder-Cardio-Gerät. Der Hintergrund des Warmmachens ist ja einfach der, dass man sich auf das eigentliche Training vorbereitet, indem man halt den Körper in Fahrt bringt, den Körper mobilisiert, das Herz etwas schneller zum Schlagen bringt, damit halt einfach die einzelnen Muskelbereiche besser mit Blut versorgt werden, besser mit Nährstoffen versorgt werden. Dann ist es natürlich auch entscheidend bei einem Aufwärmprogramm, dass die Gelenke geschmiert werden. Das kann man mit Trockensätzen durchführen. Dadurch mindert man halt das Verletzungsrisiko, indem man der Körper einfach dazu gedrängt wird, Gelenkflüssigkeit auszuscheiden. Mit einer Black Roll hat man den Vorteil, dass man halt einzelne Muskelpartien besser mit Blut versorgen kann, da man halt in diese gewissen Bereiche das Blut rein massiert, rein drückt. Durch die Black Roll ist ein guter Vorteil dieses Aufwärmgerätes. Dann beim Terraband ist es so, dass wir halt eine Belastung in zwei Wegen haben. Ne? Das Band möchte ja immer wieder in seine Ausgangsposition zurück. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie meinen Bizeps aufwärmen möchte, beziehungsweise das Ellbogengelenk, dann muss ich ja einmal das Band hochdrücken, habe da eine Belastung und das Band will ja wieder runter in seine Ausgangsposition und habe dann halt hier auch nochmal eine Belastung, was halt auch ein Vorteil sein kann. Ne? Wer zu sowas nicht greifen möchte, dem empfehle ich halt einfach leichtere Hanteln. Kann man natürlich auch super sich mit aufwärmen, kommt vielleicht nicht so ans Terraband dran, aber ist definitiv eine gute Alternative. X The Pains möchte wissen, Rafa, wie viel Obst oder Gemüse sollte man am Tag zu sich nehmen? Ja, so genau kann man das eigentlich gar nicht sagen, da es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Es gibt aber ein paar Studien, die sagen aus, dass 500 bis 600 Gramm Obst und Gemüse am Tag sehr gesund sind und man sich diese zuführen sollte. Und das ist eigentlich auch gar nicht so viel. Wenn ich einen Apfel esse, dann hat er ungefähr 200, 250 Gramm. Wenn ich eine Banane noch am Tag esse, dann hat diese auch 100 bis 150 Gramm und
zum Mittagessen gibt es immer Gemüse dazu und dann hat man eigentlich schon den Bedarf von 500 bis 600 Gramm Obst und Gemüse am Tag gedeckt. Alles, was darüber geht, ist natürlich super. Obst und Gemüse ist sehr, sehr gesund, ist definitiv zu empfehlen, um halt seinen Mikronährstoffbedarf zu decken. Das nicht unterschätzen und lasst euch da auch nicht irgendwie verleiten, so zu viele Supplements zu euch zu nehmen, also so Brausetabletten mit Vitamin A, B, C und was da so alles gibt. Versucht wirklich zu Obst und Gemüse zu greifen, ist einfach die bessere Alternative, denn in Obst und Gemüse steckt noch viel, viel mehr als Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente. Besonders die sekundären Pflanzenstoffe sind da äußerst entscheidend und können unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden sehr, sehr gut tun. Das war's mit dieser Ausgabe von Frag Rafa. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Da würde ich mich riesig, riesig, riesig drüber freuen. Glaubt es mir. Und dann wieder der Hinweis, stellt mir neue Fragen, postet die als Kommentar unter das Video. Ich picke mir dann nächste Woche wieder ein paar Fragen raus, die ich natürlich für euch beantworten werde. Ansonsten habt ihr nochmal hier 3 Verlinkungen zu älteren Videos von mir. Schaut ihr euch an, kann ich nur empfehlen. Da gibt es definitiv den ein oder anderen Fitness-Tipp, den ihr vielleicht so noch gar nicht kennt. Und auch wieder der Hinweis, folgt mir auf Facebook, einfach unter www.facebook.com/infitnesstv gehen, lasst dort ein Like, da schreibt mir was an die Pinnwand oder aber folgt mir auf Instagram, sucht dort einfach nach meinem Nickname RafaInFit. Das war's, wir sehen uns die Tage, haut rein!